Hallo und herzlich willkommen zusammen. Ich bin die Shalia Stevens von ShaliaStevens.com und ich sitze hier heute mit einem super lieben Kunden von mir, mit Fabian Losley. Und Fabian wird mir heute Antwort und, was sagt man, Rede und Antwort stehen, oder? Fabian, sagt man das auf Genau, Deutsch? das sagt man so. Schön. Fabian, könntest du dich bitte zu Beginn dich vorstellen und sagen, was du machst, wo du lebst, wem du hilfst, was zu tun? Sehr gerne, vielen Dank. Ja, mein Name ist Fabian Losley. Ich bin Erfolgs- oder Vertriebscoach. Ich helfe Mitarbeitenden, die im Vertrieb arbeiten, welche ihren Umsatzzielen hinterherrennen und nicht wissen, warum und wieso und warum andere erfolgreicher sind als sie. Ich möchte diesen Personen aufzeigen, was sie ändern können, damit auch sie mehr Erfolg haben. Ja, ich wohne in der Schweiz. Im Kanton Bern, das hört man wahrscheinlich auch vom Dialekt her oder Ein vom kleines Akzent bisschen. ein bisschen. Genau, aber ich gebe mir Mühe, dass auch alle Deutschsprechenden im deutschsprachigen Raum mich alle verstehen werden. Wir können dich gut verstehen. Gut, Super. das ist so. Okay, also du bist Vertriebsexperte, Erfolgsexperte auf diesem Gebiet für Verkäufer und Menschen in Vertriebspositionen. Lass uns darüber reden, über unsere Zusammenarbeit, aber noch einen Schritt zurückgehen in die Vergangenheit, nämlich zu der Zeit, bevor du begonnen hast, mit mir zusammenzuarbeiten. Wie war deine Situation, bevor du zu mir gekommen bist? Ja, ich hatte sehr viele Ideen im Kopf, aber es stand noch überhaupt nichts. Also ich habe mit dir bei Null angefangen. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen überhaupt hattest, wirklich von Null an alles aufzubauen. Ich hatte weder eine Homepage noch sonst irgendetwas. Ich wusste einfach, was ich machen wollte, was meine Idee war. Und ich brauchte oder ich suchte nach jemandem, der mich dabei unterstützen konnte, das Ganze umzusetzen und dass es Schritt für Schritt voranging. Ja, und du bist ja auch in einer sehr speziellen Situation, also wo nur ein Bruchteil meiner Kunden unterwegs sind, nämlich du bist in einer Vollzeitbeschäftigung, eigentlich in einem Unternehmen, und du baust quasi deine Tätigkeit als Coach oder deinen neuen Standbein nebenbei auf, gell? Genau. Ja, das ist eine ziemliche Herausforderung, neben dem, dass ich 100% angestellt bin und eben als Vertriebsmitarbeiter tätig bin. Dieses zweite Standbein aufzubauen, das braucht viel Zeit und viel Geduld, und manchmal auch viel Nerven. Aber doch bist du jemand, der jede Woche am Freitag bei den wöchentlichen Check-ins schreibst du immer rocking it, rocking it. Also das ist eine Sache, die mir an dir extrem gut gefällt, ist deine positive Einstellung und irgendwie deine Freude auch über die kleinen Schritte. Also ich merke es kaum, dass du eine Frustration verspürst eigentlich. Gut, alles gelungen in dem Fall. Genau, einfach den richtigen Box gecheckt sozusagen. Genau. Fabian, bevor du begonnen hast zu dem Coaching und du hast unterschrieben die Kundenvereinbarung, es ging los mit dem Coaching, was waren deine Erwartungen? Was hast du gedacht, wird da passieren? Was hast du gehofft? Ja, ich hatte eigentlich sehr wenig Erwartungen. Ich wollte einfach, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der mir ein bisschen Leitplanken setzt und mir sagt, aus Erfahrung, jetzt ist das zu tun, jetzt musst du das tun. Und der mich einfach bei der ganzen Umsetzung etwas unterstützte, weil es waren so viele Sachen und ich hatte viele Ideen und wusste eigentlich gar nicht genau, wo ich überhaupt anfangen sollte. Was ist jetzt das Wichtigste? Was ist der nächste Schritt? Und da war ich sehr froh, dass ich das mit dir so wirklich Schritt für Schritt gehen konnte. Definitiv, gell? Es ist auch gerade, wenn du am Anfang bist, ziemlich überwältigend. Also man hat zwar einige einzelne Sachen im Blick. Man weiß, man braucht eine Website, man braucht vielleicht, man muss da draußen gehen und kommunizieren, Marketing betreiben, aber genau. So eine riesige Fülle, oder? Und ja. Du bist ein Mensch, du bist sehr strukturiert vom Typ her auch und du brauchst gewisserweise auch einen roten Faden, oder? Genau. Und das hat mir ja irgendwie gefällt, noch bevor wir zusammengearbeitet haben, eben dieser rote Faden, dass ich weiß, wo es jetzt lang geht, was ist das Nächste zu erledigen. Ich habe mich auch immer gefreut, wenn du mir Aufgaben gegeben hast, dann wusste ich auch, ah, cool, jetzt geht es weiter, ich habe das zu tun, dann bin ich wieder einen Schritt weiter. Alleine ist das schwierig, irgendwie das so umzusetzen. Sowieso, wenn ich keine Ahnung hast vom Ganzen, du hast einfach eine Idee, aber du weißt nicht, was jetzt als Nächstes zu tun ist. Ja, definitiv, das kann sehr herausfordernd sein. Ja. Okay, und
Du hattest diese Erwartungen und du hast dich für mich entschieden. Also, warum hast du dich für mich entschieden? Also, was waren deine Beweggründe, um mit mir zusammenzuarbeiten? Kannst du dich erinnern? Ja, ich weiß, ich bin übers Internet auf dich gestoßen. Ich habe deine Homepage angeschaut, habe mir ein paar Gedanken gemacht, habe das wieder weggeklickt, habe wieder selber versucht, etwas zu machen und weiterzufahren. Und irgendwie, ja, bist du mir immer im Hinterkopf geblieben. Und dann habe ich einmal gedacht, so jetzt, dass es wirklich weitergeht, dass es mit größeren Schritten weitergeht. Ich brauche irgendwie Hilfe, ich brauche Unterstützung. Und da war mir klar, dass ich das mit dir machen wollte, weil es mich irgendwie überzeugt hat, was du bereits an Erfahrung mitgenommen hast oder was du uns weitergeben kannst als deinen Klienten. Und für mich war dann eigentlich das Entscheidende, als wir unser Kennenlerngespräch hatten und ich gewusst habe, gemerkt habe, dass es zwischen uns so funktioniert, dass wir normal miteinander sprechen können und ich wirklich das Gefühl hatte, du verstehst, was mein Anliegen ist und meine Probleme sind. Ja, ich bin auch froh, dass wir normal miteinander sprechen können, gegenüber unnormal. Nee, aber man weiß nie, ne? Also man sieht immer so diese Ja. Personen im Internet, die verschiedene Sachen anbieten und es ist schwierig auch abzuschätzen, ob die Chemie stimmen wird, ob man Genau. auch verstanden wird, oder? Das ist halt etwas, was mir sehr wichtig ist, dass eben die Chemie stimmt, dass man das Gefühl hat, man wird verstanden und der Gegenüber begreift, um was es einem geht. Ja, definitiv, das ist super Genau. wichtig. Mir ist auch wichtig beim Auswahl eines Coaches. Dann lass uns darüber reden, weil wir haben jetzt, boah, ich müsste eigentlich selber zurückrechnen. Also zuerst hast du eine Zusammenarbeit gebucht, ein Paket für die ersten 6 Monate. Dann hast du ein nächstes Paket gebucht für ein ganzes Jahr. Also wir werden eine Weile noch gemeinsam zusammenarbeiten dürfen, was mich total freut. Und bisher hast du einige Resultate in deinem Geschäft erzeugt, obwohl in Anführungszeichen du diese hundertprozentige Berufstätigkeit hast. Lass uns darüber reden. Also was hast du für dein Gefühl erreicht? Sowohl praktisch, aber auch vielleicht auch vom Gefühl her, weil es ist ja nicht immer eine Veränderung von praktischen Schritten, sondern auch ein inneres Gefühl, was sich auch entstanden ist vielleicht. Also was sich sicher verändert hat, ist ganz klar, dass ich weiß, wer meine Zielgruppe ist. Das war vorher auch nicht so klar. Ich wusste vielleicht irgendetwas mit Verkäufen, weil da komme ich her, da habe ich eine Ahnung davon. Aber ja, es könnten vielleicht auch andere Personengruppen sein, die von meinen Coachings profitieren könnten. Und das war alles ein bisschen zerstreut. Und du hast mich da wirklich in das richtige Fahrwasser gelenkt und gesagt, du solltest dich auf diese Verkäufergruppe, das sollte deine Zielgruppe sein, darauf sollst du dich konzentrieren. Das hat mir schon sehr viel Klarheit, verschafft. Was dann sicher kam, sind die Homepages dann entstanden. Ich habe eine erste Variante oder eine erste Version der Homepage gehabt, die uns wahrscheinlich beide nicht wirklich überzeugt hat und die ich glücklicherweise dann auch wieder überarbeitet habe. Es kommt jetzt in regelmäßigen Abständen, schreibe ich meine Blogbeiträge, die veröffentlicht werden. Ich habe ein E-Book geschrieben bereits, das kostenlos zum Download bereitsteht. Ja, das sind eigentlich so meine ersten Erfolge. Was natürlich jetzt das nächste Größere ist, eigentlich, dass ich an meinem Webinar dran bin, das vorzubereiten, das eigentlich im Herbst dann stattfinden soll. Ja, ist einiges gegangen in dieser Zeit. Ja, gell? Und ich nenne das immer so diese Grundlagen, gell? Diese Core Four, wer ist meine Zielgruppe, was ist meine Positionierung, was sind meine Pakete und Preise? Das haben wir auch gemeinsam Genau. angeschaut. Und auch diese Webseite, die konvertiert, also nicht irgendwie Besucher kommen und gehen lässt, sondern wo sie stecken bleiben. Dann auch diese nächsten Themen, wie führe ich ein Verkaufsgespräch? Dafür haben wir ein Webinar gehabt dazu. Und wo du stehst, ist diese magische Grenze, nämlich die Grenze, wo man die Grundlagen fertig hat, die Klarheit erlangt hat. Und jetzt geht es darum, den Schritt nach außen richtig zu wagen. Eben, also zu schreiben, diese Blogbeiträge, die Webinare zu halten, um die Leute anzuziehen, die Vorträge halten und all diese Dinge. Und das ist echt so eine spannende Grenze, weil wie ist es dir ergangen? Also manchmal merke ich bei den Kunden, dass die Grundlagen sind eher leichter zu erarbeiten. Sie zwar ist viel Arbeit, aber das macht man hinter dem Bildschirm. Und das andere ist dann weg aus dem Ja, hinter das dem ist Bildschirm. so.
Wie ging Vorher es dir? konntest du dich immer irgendwie verstecken. Du konntest heimlich irgendwelche Sachen machen, du konntest heimlich an deiner Homepage basteln, an deinem E-Book. Aber irgendwann kommt der Punkt, dass das alles öffentlicher wird oder es muss öffentlicher werden, weil sonst wirst du keine Klienten anziehen. Das war auch für mich eigentlich so eine Herausforderung, endlich aus dem Dunkeln irgendwie ans Licht zu kommen und plötzlich gesehen zu werden. Aber es ist spannend, aber es ist sicher für mich auch der größere Schritt als die Vorbereitungsarbeiten im Vorfeld. Ja, es ist für fast alle so. Und letzte Woche haben wir dann spannenderweise über dein Vermächtnis gesprochen und dein Grund, warum du das überhaupt alles machst. Und das sind auch Dinge, die uns helfen, wenn wir das verstehen, nach außen zu gehen. Wie ist es dir ergangen danach? Ja, das ist so. Es gibt nochmal, auch wenn ich immer das Gefühl hatte, es ist mir schon immer klar, warum ich diese Vision habe oder warum ich dieses zweite Standbein aufbauen will. Im Alltagsstress oder im ganzen Alltag vergeht das irgendwie ein bisschen unter manchmal. Und das ist dann wirklich gut, wenn man wieder mit jemandem klar darüber sprechen kann und jemand hat, der auch vielleicht noch Fragen dazu stellt, ja, warum willst du das? Und es gibt dir wieder ein bisschen mehr Klarheit und ein bisschen ein sichereres Gefühl. Ja, gell? Und das auch immer wieder vor Augen führen, weil, ja, wie du sagtest, du hast ja auch im letzten Jahr einen familiären Unterschied gehabt von vorher, nämlich du hast eine kleine Tochter gekriegt, beziehungsweise deine Genau. Partnerin. Da kommt das Baby hinzu, die Family, der Job, der läuft. Und dieses wieder vor Augen zu führen, hey, das ist meine Motivation, deswegen bleibe ich an der Stange, oder? Das ist einfach so stärkend auch. Richtig. Gell? Gut, die nächste Frage, die ich an dich habe, ist, was glaubst du, ist die absolut größte Veränderung, die du erlebt hast, seitdem wir begonnen haben, zusammenzuarbeiten? Ja, ich glaube, da gab es einige. Ja, für mich war wirklich einfach die Klarheit zu wissen, wer soll meine Zielgruppe sein und wie gehe ich dort weiter, wie mache ich dort weitere Fortschritte, wie spreche ich dieses Publikum an. Es sind wirklich viele, viele Dinge. Ja, also diese Zielgruppe war für dich sehr, sehr wichtig, gell? Ja. Ja, das merke ich in dem Gespräch. Es gibt Leute, die gerade zusehen an diesem Video. Also wir wissen gar nicht wann. Also die können das Video binnen 2 Tagen und in 2 Jahren noch anschauen. Und ich weiß auch nicht, was ich bis dahin an Angeboten habe, an Privatcoaching oder an Gruppencoaching. Aber vielleicht überlegen sie, mit mir zusammenzuarbeiten. Und sie sind vielleicht noch zögerlich, aus irgendwelchen Gründen. Was würdest du denen sagen, wenn sie in dieser Lage gerade sind und da ein bisschen zögern? Ja, ich denke, das Wichtigste war für mich wirklich der Schritt zu sagen, so, ich mache mal ein oder ich will ein Kennenlerngespräch mit dir haben. Weil alles, was du auf der Homepage liest und alles, das kannst du überall lesen und das ist da überall schön und gut, aber wenn du dann 1:1 oder per Skype irgendwie den Kontakt hast, du hörst die Stimme, du siehst dein Gesicht dazu, ich glaube, dann wird eigentlich der Entschluss oder der Entscheid fallen, willst du mit dieser Person zusammenarbeiten, hast du das Gefühl, sie kann dich voranbringen oder eben nicht. Und das war für mich eigentlich das Ausschlaggebende, dass ich dann gesagt habe, okay, ich will unbedingt diese Zusammenarbeit mit dir. Ja, und manche Leute, Fabian, die trauen sich noch nicht, den Kontakt aufzunehmen, das zu wagen mit einer virtuellen Kaffeepause oder so einem sonstigen Kontakt. Wie hast du deine Scheue, da Kontakt aufzunehmen, überwunden? Was würdest du denen sagen? Ja, ich hatte da irgendwie nicht so Mühe, weil für mich war das wirklich eigentlich ein klarer Schritt, dass ich gewusst habe, ich brauche jemanden, der mir ein bisschen Unterstützung gibt. Und das war einfach, wenn es bei dir nicht geklappt hätte, dann hätte ich weitergesucht. Also es war für mich eigentlich der nächste logische Schritt, dass es jetzt, wenn das Ganze wirklich ernsthaft weiter betrieben werden soll und nicht bloß ein teures Hobby sein soll, wo das viel Zeit frisst, dann brauche ich jetzt jemanden, der mir hilft, ja. Und daher hatte ich nicht so Mühe, dich zu kontaktieren. Also für dich war es also risikolos, unverbindlich, einfach schauen überhaupt und dann Genau. kann man eh dann weiterschauen, Genau. wenn es Weil nicht es wäre für klappt. mich auch kein Problem gewesen, dir dann zu sagen, ja, ich glaube, es passt irgendwie nicht Ja. oder du verstehst mein Anliegen nicht und Ja. ja. Ja, klar, natürlich. Super. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, es wird für einige Leute sehr, sehr hilfreich sein und auch sehr inspirierend, weil vor allem auch für andere, die diesen zweiten Standbein aufbauen und dass du denen zeigst, es ist möglich, es geht Schritt für Schritt voran, es ist machbar. Ja.
Das ist so. Ich danke dir auch herzlich. Sehr, sehr gerne, Fabian. Schönen Tag Vielen dir. Dank dir auch. Tschüss. Tschüss.